Privileg. Ich erinnere die Dunkelheit hinter den Novemberfenstern. Die Dunkelheit, die schlagartig einsetzte um Punkt 6 Uhr an jedem Abend, weil die Elektrizitätswerke sich an den Streiken beteiligten. Ich erinnere die tiefe Stille über der ganzen Stadt ab kurz vor 6 an jedem Abend und die Stimmen aus Hunderten von Kehlen, die mit dem Abschalten des Stroms im gesamten über 1,5 Millionen Quadratkilometer weiten Iran anhoben. Stimmen von Menschen jederlei Alters und Geschlechts, die aufbegehrten gegen Armut, Folter und Zensur. Ich erinnere den Mut all dieser Menschen, die Nacht für Nacht, Woche für Woche, Monat für Monat, pünktlich mit Beginn der Ausgangssperre, auf die in Schatten getauchten Flachdächer stiegen und ihre Hoffnung mit lautstarken Sprechchören in die Welt hinausriefen, die Fäuste den Sternen entgegengereckt. Ihre Hoffnung auf Freiheit von den Kerkern der Monarchie und vom Westen, der sie damals ausbeutete, der sie heute, selbst jetzt in der Krise, mit Embargos belegt. Ihre Hoffnung auf eine Zukunft der Selbstbestimmung, der Gleichwertigkeit in der Gemeinschaft der Völker, der Wertschätzung des Wissens, der Literatur, Poesie, Kalligraphie, Musik, der Landschaften und Rohstoffe, der Flora, der Fauna und des ganz besonderen Humors, die alle zusammen dieses Land ausmachen bis heute. Ich erinnere das Licht der Gaslampe, bei dem wir zusammensaßen während der Ausgangssperren. 4 Kinder mit ihrer Mutter, die Grimms Märchen vorlas im Teheran des Jahres 1978. Ich erinnere die Eltern, sie Deutsche, er Iraner, die die Revolution verabscheuten. Die fürchten mussten, dass ihre Kinder zu Feinden der Revolution erklärt werden würden, wenn diese eines Tages obsiegen sollte, mit allen damals noch unabsehbaren, für unsere Familie aber sehr vermutlich bedrohlichen Folgen, die das haben würde. Ich erinnere die Sorge, die Angst der Eltern wie eine Kapsel. Eine abgekapselte Wirklichkeit mitten im flutenden Taumel aus Mut und Hoffnung in den Herzen der Menschen um uns herum. Ich erinnere meine aufkeimende Ahnung, dass diese besondere Angst kein gutes Zeichen sein konnte für die Position meiner Familie im bisherigen System. Ich erinnere unsere bequem mit dem Flugzeug vollzogene, von niemandem behinderte Ausreise aus dem Land meiner Geburt und die von allen für richtig befundene Einreise ins Geburtsland meiner Mutter zu einem Zeitpunkt, da Hunderte, Tausende ins Exil gejagter endlich zurückkehren konnten in den Iran. Ich erinnere meine aufkeimende Ahnung, dass auch diese Gegenläufigkeit ein seltsames, ungutes Licht warf auf uns. Nur wusste ich nicht, warum. Ich erinnere das schmerzhafte Bedürfnis zu rufen, zu schreien. Ich bin doch eine von euch, wollte ich schreien. Ich gehöre doch zu euch. Die Trauer erinnere ich, die nicht endende über das Ausgeschlossensein. Ich erinnere die Enttäuschung der vielen, als all die Hoffnung wenig später schon umschlug in altbekannte, kaum anders gekleidete Folter und Zensur, in die immer gleich gekleidete Armut. Ich erinnere unser aller Entsetzen, als all das in kürzester Zeit noch schlimmer wurde als vorher. Ich erinnere die Hunderte, die Tausende, die, wenn sie noch konnten, erneut aufbrechen mussten ins Exil. Es waren die Worte des Radiosprechers heute Mittag, die diese ungern und selten erinnerten Bilder von damals deutlich wieder auferstehen ließen vor meinem inneren Auge. Dass nämlich wir alle, behauptete er, wir alle, die wir nach dem Krieg, womit er den Zweiten Weltkrieg und nicht den Krieg in Afghanistan, den Iran-Irak-Krieg, den Krieg in Syrien oder irgendeinen anderen Krieg nach 1945 meinte, dass nämlich wir alle, die wir nach dem Krieg aufgewachsen seien, noch nie eine Ausgangssperre erlebt hätten. Seitdem er das gesagt hat, seitdem ich es gehört habe, treibt mich zweierlei um. Wie viele Menschen im Deutschland von jetzt und hier und heute
frage ich mich, bleiben aus dem Wir dieses freundlichen Mannes ausgeschlossen. Dieses Mannes, der uns allen im Deutschland der Gegenwart Zusammenhalt schenken wollte. Wie viele Menschen mit deutschem Pass und ohne, wie viele mit deutschen Vorfahren und ohne, bleiben einfach ausgeklammert aus diesem so selbstverständlich dahergesagten Wir. Und wie heißt das Wort, das solch einen Vorgang bezeichnet? Ein Mann mit den besten Absichten, ein Mann, der Verbundenheit schenken will, stellt Ausschluss her und bemerkt es nicht einmal.